Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Forex Screener Trades finden mit Marktscreening. Und ja, dieses Event veranstalten wir zusammen mit Manuel Lücke. Ich freue mich sehr, dass er heute Abend wieder die Zeit für uns gefunden hat. Und falls Sie zum ersten Mal dabei sind, mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie und natürlich alle anderen im Namen von FX Flat. Wie immer, bevor ich den Bildschirm übergebe, müssen wir kurz den Risikohinweis besprechen, denn dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Okay. Dann, lieber Manuel, ich bin sehr gespannt, was du uns mitgebracht hast heute. Ich habe ja schon im Newsletter und auf Facebook schon die eine oder andere Neuerung gesehen. Von daher übertrage ich sehr gerne den Bildschirm, wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Ja, vielen Dank, Nelson. So, schauen wir mal, dass wir hier den richtigen Bildschirm übertragen. Jetzt sollte man auch schon was sehen. Marktscreening vorgestellt von Manuel Lücke. Genau, da geht's los mit der Präsentation. Ja, dann auch nochmal von mir. Herzliches Hallo in die Runde. Freut mich, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind. Ich hoffe, Ihnen geht es allen gut. Und dass wir natürlich ordentliche Profite aus dem Markt ziehen. Ich freue mich schon auf das Webinar heute. Heute gibt es bahnbrechende Neuigkeiten anzukündigen. Und ja, doch bevor es richtig losgeht, würde ich mich natürlich noch mal kurz vorstellen für die, die mich noch nicht kennen. Mein Name ist Manuel Lücke. Ich bin mittlerweile schon seit über 10 Jahren mit der Börse in Kontakt. Bei mir fing das Ganze eben so an, dass ich eigentlich nur Informatiker werden wollte und durch einen Zufall quasi in einer Vermögensverwaltung ja, mit einem Praktikum angefangen habe, dort dann Werkstudent war, Vollzeit angestellt war später und bin da quasi zufällig mit der Börse in Kontakt gekommen. Da ging es hauptsächlich um automatische Handelssysteme, die wir dann entwickelt haben. Und da haben sich dann natürlich die beiden Welten vereint. Einmal ja, das Informatiker sein und das andere ist dann eben die Börse. Und das war ein Job, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es war so dieser typische Job, wo man gar nicht merkt, dass man Überstunden macht, ja, weil ja einfach alles passt, die Kollegen passen, das Thema passt. Und man bekommt da auch so große Augen, wenn man erstmal sieht, wie viel Geld man verdienen kann an der Börse, wenn man sich mit dem Thema befasst. Und deswegen bin ich da auch einige Zeit geblieben, bis ich dann mich mit einem Kollegen zusammengetan habe, um ein eigenes Unternehmen zu gründen, was auch Handelssysteme entwickelt hat und verkauft hat. Genau, das war auch ansässig hier in Berlin. Irgendwann kam es dann zu dem Punkt, dass ich mich dazu entschieden habe, meine Anteile zu verkaufen und ich hatte halt ja, mal den Drang, ein bisschen was Neues zu machen und habe quasi das Projekt Forex-Screener gestartet. Also es wurde quasi zusammengestartet, aber ich habe es dann eben alleine übernommen und mich dafür entschieden, mein Herzblut da hineinzustecken und das Fulltime zu machen. Und ja, neben der Entwicklung handle ich natürlich dann auch an der Börse. Ich muss das ja also prüfen, ob das einen Mehrwert hat, beziehungsweise ich mache es ja auch, damit es einen Mehrwert für mich hat. Und ich freue mich dann, wenn andere Trader auch von dem ganzen Projekt profitieren können. Und man sollte eben niemals die Nähe zur Börse verlieren, auch wenn man eben dann irgendwelche Tools entwickelt für die Börse, weil ansonsten vergisst man ja, wofür man das macht, sozusagen. Ne? Und das ganze Projekt ForexScreener, worum es hier heute geht, würde ich auch nochmal eine kurze Einleitung geben für die Leute, die neu sind. Es ist quasi eine Marktscreening-Software. Das heißt, Sie können Kriterien eingeben, sowas wie, zeigt mir mal alle
Aktien an, die gestern um mindestens 10% gestiegen sind, und dann erhalten Sie eben diese ganzen Ausreißer aufgelistet. Sie können sagen, zeig mir mal alle Assets an, die 10 grüne Kerzen in Folge haben oder die gerade sich an einem Widerstand befinden. Und mit den ganzen Kriterien, die Sie haben, das werden Sie gleich auch noch sehen, können Sie eben verschiedene Setups abbilden. Also so, ich sag mal, Handelsstrategien können Sie danach nachgehen. Da hat ja jeder so seine eigene Strategie, die er verfolgt. Und die sollten Sie auch haben. Die sollten nicht planlos am Markt rumtraden. Das führt zu nichts, außer zu Verlusten. Und auf der Folie sehen Sie mal eine Auflistung von so typischen Setups, die Sie mit dem Forex-Screener unter anderem handeln können. Da haben wir eben sowas wie stark überkaufte Märkte, die Sie dann mit dem RSI-Indikator finden können. Dann haben Sie eben sowas wie, wenn sich der Kurs dicht an der Preismarke befindet, ist quasi der Widerstand. Dann gibt es auch noch ganz viele andere Widerstandsfilter. Sie können schauen, dass sich der Kurs gerade an einem Pivotpunkt befindet. Sie können schauen, dass sich der SMA gecrossed hat. Das ist auch so eine typische, ich sag mal, Einstiegsstrategie, SMA-Crosses zu handeln. Sie können schauen, dass es Ausreißer gibt aus dem Bollinger Band. Und natürlich können Sie auch nach Patterns suchen. Wir haben zum Beispiel schon das Doppel-Top- und Doppel-Bottom-Pattern implementiert. Und Sie haben noch viel mehr Möglichkeiten, die ich Ihnen dann mal zeigen kann. Sie können auch jederzeit gerne in den Chat hineinschreiben, ob zum Beispiel das und das möglich ist, mit dem Screener so umzusetzen. Da gibt es oft einfach die Nachfrage. Und dann können wir mal schauen, ob wir Ihr Setup zusammen am Markt so finden, so wie Sie es gerne trainen wollen. Und ja, ich habe hier mal zum Beispiel auch diese Gap über Nacht beziehungsweise über Wochenende, steht ja auch als Punkt drauf. Und da habe ich schon mal was, ich sag mal, vorbereitet. Ja. Und zwar heute zur Markteröffnung Screening, den Screener angeworfen und nach Aktiengaps gescreent. Und da hat man auch was gefunden. Also heute gab es ziemlich viele Gaps in dem Aktienmarkt. Ich habe hier die AT&T. Und ja, hier sieht man eben, das ist jetzt gerade auf H1, wo der Markt gestern geschlossen hat und wo er dann heute eröffnet hat. Ziemlich weit unten. Und das wurde mir von dem Screener entsprechend angezeigt. So, ich kann mal kurz einfach mal zeigen in dem Screener, mal ganz schnell, wie ich das gefunden habe. Mit wenigen Mausklicks sieht man hier, mir werden jetzt gerade alle Aktien angezeigt, die eine Gap gemacht haben von mindestens 2%. Und dann sieht man hier schon an zweiter Stelle quasi das Symbol T. Da habe ich dann halt draufgeklickt, um mir das mal genauer anzusehen. Bin dann hineingegangen und habe mich dazu entschieden, die Aktie zu kaufen. Bin long gegangen und hier ist es entscheidend für die Gap-Strategie ist ja eine bekannte Strategie, die werden viele von Ihnen wahrscheinlich schon kennen, dass wenn sich so eine Gap ausgebildet hat, dass man entsprechend den Gap Close handelt. Nur sollte man natürlich mit dazu erwähnen, dass das Ganze nicht so läuft, dass jedes Mal, wenn sich eine Gap ausgebildet hat, dass man dann direkt auf den Knopf drückt und sagt, kaufen oder verkaufen. Also die Gap schließt sich nicht in jedem Falle. Und man muss dann eben mal schauen, ob der Markt überhaupt in der Großwetterlage eben, ja, dazu geneigt ist, in die Richtung zu gehen, also entweder die Gap zu korrigieren oder sogar noch darüber hinaus zu gehen und dass man schon einfach frühzeitig in den Trend eingestiegen ist und dann nach dem Gap Close sogar noch drin bleiben kann. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 ist, als der Markt geöffnet hat, bin ich ja wie gesagt nicht direkt reingegangen, sondern ich habe eben bei diesem Gap Trading so ein bisschen die Strategie, die Buy Order in dem Falle einfach über den aktuellen Kurs so zu legen,
Und man sieht ja, dass der Kurs hier dann halt noch runtergezogen ist, ja. Und ich habe dann die Order einfach immer nachgezogen, so dass der Kaufwert sich quasi annähert an den aktuellen Wert. Und wenn der Markt dann sich dazu entscheidet, eben nach oben auszubrechen, dann lassen sie sich einstoppen in der Position. Und so bekommen sie einfach einen guten Preis, zu dem sie einsteigen. So, dann ist natürlich noch dazu zu erwähnen, Stop-Loss sollten Sie setzen. Den können Sie dann auch setzen unter ja, dem aktuellen Tief. Also nachdem die erste Kerze sich ausgebildet hat, haben Sie ja auch erstmal ein neues Tief gemacht. Und ja, um Ihr Risiko einzukalkulieren, können Sie das ganz klassisch einfach darunter setzen. Und im Stop-Loss-Management können Sie dann für sich selber entscheiden, wie Sie den Stop-Loss dann nachziehen. Also ich werde den wahrscheinlich dann auf, ja, wenn sich hier ein neues Tief jetzt ausgebildet hat und der Markt weiter nach oben geht, das sind eben hier runtersetzen, beziehungsweise mindestens erstmal auf den Break-Even setzen. So. Und das Ganze ist jetzt ein Showcase für eine Strategie, die wir jetzt ja, anwenden können mit dem Forex-Screener. Ich würde ganz kurz nochmal auf die Folien gehen, um noch ein paar Punkte zum Max-Screening zu sagen, bevor es dann wieder in den Screener geht. Und zwar, ja, der große Vorteil mit dem Marktscreening ist einfach der, dass Sie die Software observiert für Sie den ganzen Markt. Also Sie müssen nicht mehr vor 20 Charts sitzen und gleichzeitig alles beobachten und dann reagieren, wenn sich irgendwas getan hat, sondern Sie gehen in den Markt rein und Sie ziehen einfach direkt das raus, wonach Sie suchen. So, das ist der große Vorteil. Es gibt einfach so viele Assets. Mittlerweile hat FX Flats schon 400, ja, ich weiß gar nicht, 450 Assets circa, die wir alle für Sie überwachen. Und die können Sie gar nicht alle auf dem Schirm haben. Und jetzt kommt auch noch das Problem dazu, dass Sie vielleicht Ihre ein, zwei Lieblingsassets haben. Das ist so ein ganz klassischer Fehler oder ganz klassisches Bad Behavior, sage ich mal. Und dann vielleicht die Chancen verpassen in exotischen Märkten, weil sie die einfach, ja, weil es sich einfach ungewohnt anfühlt und sie die Märkte oder die Charts sich nicht mal anschauen. Aber auch da funktioniert auch ganz gewöhnlich ihre Strategie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Da funktioniert auch Markttechnik, da funktioniert auch der Abprall an Widerständen. Und wenn sie sich das nicht angucken, dann werden sie einfach Gewinne nicht mitnehmen, wenn sie das verpassen. Und was mir auch in den Gesprächen aufgefallen ist, ich habe in letzter Zeit mit mehreren Tradern telefoniert, um mir mal ein bisschen Feedback auch einzuholen, war, ja, dass viele auch sogar ohne Strategie unterwegs sind. Also nach Bauchgefühl handeln, das sollten Sie unbedingt vermeiden. Dann sollten Sie sich lieber ja, vielleicht mal ein bisschen inspirieren lassen, was es noch so für Strategien gibt. Können Sie sich doch mal die Folie von davor angucken und sich mit einem der Punkte eben befassen und ja, auf jeden Fall nicht nach Bauchgefühl handeln, weil dann haben Sie ja auch, also können Sie auch zum Beispiel gar kein Risikomanagement so richtig berechnen, ja, weil Sie gar keine Anhaltspunkte haben im Markt, wohin der Kurs überhaupt läuft oder warum er jetzt in eine bestimmte Richtung gehen sollte. Das nochmal ganz kurz dazu. Genau, dann würden wir mal in den Screener hineingehen. Und ja, hier haben wir jetzt eben mehrere Filter zur Auswahl, wo Sie mit jedem Filter ein Kriterium in den Markt geben können. Wenn Sie zum Beispiel gerne Forex-Paare handeln, dann können Sie das in der Asset-Kategorie festlegen. Wenn Sie gerne auf kurzen Zeitintervallen unterwegs sind, dann können Sie das in dem Zeitintervallfilter festlegen. Und alles andere sind dann eben schon strategisch spezifischere Filter. Sie könnten zum Beispiel sagen, zeigen wir mal alles an, was eben ein sehr hohes Momentum hat. Da hätten wir hier dann einen hohen RSI-Wert und jetzt eben auf einem kurzen Zeitintervall. Wahrscheinlich finden wir jetzt hier nichts. Genau. Das sagt uns eigentlich nur aus, dass ja, es gibt gerade kein Asset oder kein Symbol, was auf dem M5-Zeitintervall einen RSI von über 80 hat. So, wenn wir das Zeitintervall vielleicht einfach mal rausnehmen
Oh, dann finden wir immer noch nichts. Gibt es anscheinend gerade keine hitzigen Long-Märkte, sage ich mal. Dann schauen wir mal, genau, mit einem RSI von kleiner 20, also stark überverkäufte Märkte, findet man dann eben sowas hier zum Beispiel. Und dann kann man mal schauen, also nur weil der Markt jetzt überverkauft ist, heißt es ja nicht, dass man automatisch direkt long gehen sollte, sondern Sie können ja erstmal schauen, Großwetterlage, befindet sich der Markt denn gerade vielleicht an einem Widerstand? Hat der Markt eine Trendigkeit, in die man vielleicht per Korrektur mit einsteigen kann? Befindet man sich vielleicht in einer Range, in dem Fall am unteren Teil einer Range, wo man einsteigen kann? Und wenn Sie denken, ja, der Markt, der hat irgendwie schon Potenzial, sodass man durch ein, ich sag mal, momentanes Signal einsteigen kann, dann können Sie sich das Ganze auch einfach anschauen im Chart. Genau. Und man sieht dann hier eben das Asset und können Sie mal gucken, gibt es denn hier gerade irgendwie einen Widerstand und ja, der letzte potenzielle Widerstand, sage ich mal, den man hier vielleicht gesehen hätte, der wäre hier gewesen. Und wir sind aber schon drüber in dem Falle. Ne? Also wenn wir jetzt per RSI kleiner 20, ich sag mal, an der Stelle hier gewesen, dass wir direkt an dem Widerstand sind, dann wäre das eine potenzielle Trade-Möglichkeit, wo man dann im kleineren Zeitintervall natürlich auch mal schauen muss, dass man Signale bekommt, also so Price Action bekommt und entsprechend einsteigen kann. In dem Fall hat man jetzt einfach nur ein Asset gefunden, was stark überverkauft ist, aber würde ich jetzt so nicht handeln. Wir können aber gerne gleich mal schauen, ob wir noch was Handelbares finden. Ich würde jetzt auch irgendwelche Trades finden. Ich würde in der Zwischenzeit aber auch mal einen Blick in die Fragen werfen. Falls Sie Fragen haben, können Sie die gerne zwischendurch posten und dann schaue ich mal, ob ich hier was beantworten kann jetzt schon mal. Genau. So, hier gibt es die Frage nach dem ADX-Indikator D plus D minus. Gibt es gerade noch nicht, kommt aber definitiv noch. Es wird sich jetzt sowieso mehr auf weitere Filter konzentriert. Wir haben jetzt einen Entwicklungszyklus hinter uns, wo wir uns auf ein neues Feature konzentriert haben. Das sind eben die Signale, die werde ich gleich im Anschluss auch mal zeigen für Sie. Und ja, nachdem wir den Zyklus jetzt abgeschlossen haben, steht dann wieder ein neuer Punkt auf unserer Agenda, der heißt ganz klar mehr Filter. Wir haben auch schon viele Nachrichten bekommen für Filter, die wir entwickeln sollen. Da wird auf jeden Fall noch einiges auf Sie zukommen, auch der ADX-Indikator. Genau, hier noch eine ähnliche Frage Richtung Ichimoku-Signale, beziehungsweise ja, muss der Indikator erstmal implementiert werden. Das steht auch auf der Agenda. Also das kommt auf jeden Fall. So, hier gibt es noch die Frage, ich lese einfach mal vor. Ich bin mehr mit Währungspaaren unterwegs, aber ich möchte nur im Minutenchart traden. Kann ich den MA-Indikator in 3er und 12er einstellen? Also man kann bei den Indikatoren, ich zeige das hier vielleicht mal direkt. So. Hier haben wir zum Beispiel ein Filter, Distanz zu SMA 200. Es ist nicht möglich, dass man den Inputs in den Indikator, also die Periodenanzahl, diese 200, die kann man quasi nicht beeinflussen. Sie können jetzt nicht sagen, ja, gib mir mal den SMA von 10 oder so, das geht nicht. Wir haben aber mehrere SMA-Filter und es gibt ja auch so Gruppierungen, zum Beispiel vom EMA. Da haben Sie die Möglichkeiten, also da haben Sie einfach eine Vielfältigkeit von mehreren ja, Periodeneinheiten des EMAs, zum Beispiel der 9er, der 10er, der 20er und die finden Sie alle in der Gruppe über bzw. unter EMA. Dann gibt es hier noch eine Gruppe Distanz zum EMA,
Und dann können Sie mal schauen, was Sie davon eben für Ihr Setup brauchen. Ob Sie jetzt was brauchen, wo Sie schauen wollen, ob Sie über oder unter einem gewissen EMA sind. Vielleicht um da irgendwie die Trendigkeit daran auch zu messen oder fest daran zu machen, ob Sie in einem bullischen Markt sind oder in einem bearischen Markt unterwegs sind. Oder dann ist ja auch eine sehr beliebte Strategie, dass man eben schaut, ob man dicht an einem größeren Moving Average dran ist, um da vielleicht einfach abzuprallen. Also das ist auch eine sehr geläufige Strategie. Und ich hoffe mal, dass da für Sie einfach was dabei ist. Falls Sie da noch eine genauere Frage haben, wie man vielleicht jetzt so und so ein Setup umsetzen kann, dann können Sie das gerne in die Fragen schreiben und dann können wir mal schauen, ob wir das zusammen so hinbekommen. So, hier ist die Frage, inwiefern wird die Vorabbörse berücksichtigt bei den Filtern? Klammern bei Aktien. Vorabbörse ist ja bei FXBet nicht direkt handelbar. Also der Foodscreener, der berücksichtigt quasi alles, was Sie in dem Chart sehen. Also wenn Sie Phasen haben, die quasi nicht handelbar sind, dann werden die trotzdem eingerechnet in die Indikatoren beziehungsweise in die ganze auch Kerzenberechnung. Ne? Also wir ziehen unsere Daten 1:1 aus den Kursdaten von FXBet raus und genau, das kann man so, also das wird einfach nicht gefiltert, die Zeiten, die Sie nicht handeln können. Welche Info gibt es dann zu EMA? Also ich kann noch ein kurzes Beispiel bringen. Da würde ich aber mal lieber den SMA für nehmen. Und zwar haben wir hier einen Filter, der nennt sich Distanz zu SMA 200. Und hier können Sie zum Beispiel sagen, ja, der Kurs, der soll jetzt gerade dicht am 200er SMA sich befinden. Und da haben wir auch extrem viele Ergebnisse. Hier haben wir auch Exoten dabei. Ja. Also solche Charts, wenn ich die sehe, die würde ich jetzt auch nicht handeln. Aber wonach wir vielleicht suchen ist, das hier sieht sehr interessant aus. Das ist aber auch auf einem sehr kurzen Zeitintervall. Ich kann Ihnen vielleicht mal zeigen, was ich damit meine. Sie sehen den Chart, Sie sehen den SMA und die Logik hinter dem SMA bzw. hinter dem Filter ist eben solche Abpraller zu handeln. Also wenn Sie jetzt hier so eine Abwärtstrendigkeit haben und wenn Sie sich eben sehr weit von dem Moving Average entfernen, dann wird der Markt irgendwann gezwungenermaßen zurücklaufen zu dem Moving Average. Jetzt haben Sie einfach zwei Möglichkeiten, um diese Information zu verwerten. Einerseits können Sie halt schauen, dass Sie nach Assets gezielt suchen, die sehr weit von dem Moving Average entfernt sind, damit Sie dann den Rücklauf zum Moving Average handeln können. Oder Option 2 ist, Sie suchen nach Assets, die sehr dicht an so einem Moving Average sind und spekulieren darauf, dass der Kurs abprallen wird. Also in dem Fall ist er hier jetzt natürlich weitergelaufen. Aber wenn Sie jetzt hier einen weiten Stop-Loss gesetzt hätten, dann hätten Sie hier die Strecke natürlich mitgenommen. So. Dann muss man dazu natürlich erwähnen, dass der M1, der ist nicht so aussagekräftig wie der Stundenchart. Also gerade was solche Indikatoren angeht, weil die Trends ja entsprechend viel kurzfristiger sind. Das heißt quasi, wenn Sie einen Abwärtstrend haben und Sie wollen hier einen Abpraller handeln in Richtung Short, um den Short-Trend mitzureiten, dann haben Sie auf M1 einen Short-Trend, der natürlich auch viel weniger lange geht. Und dementsprechend würde ich Ihnen empfehlen, solche Sachen dann eher auf einem höheren Zeitintervall zu handeln. Da können wir auch mal gucken, ob wir sowas hier finden, wenn wir schon mal live am Screen sind. Und ich würde hier als Zeitintervall auch direkt mal den H1 einstellen. Und fangen wir mal an mit dicht am SMA, um vielleicht so ein Abprall-Szenario zu finden.
Hier haben wir einen Spot Euro-Schweizer Franken. Das wäre so ein Szenario, das sieht vielleicht auf den ersten Blick ganz gut aus, aber hier sieht man schon, hier hat man jetzt so eine Konsolidierungsphase nach unten, beziehungsweise so eine zweifache Bodenbildung. Wäre ich mir auf jeden Fall nicht sicher, ob wir jetzt im Gesamtkontext sieht es dann vielleicht doch ein bisschen shorter aus. Naja, also in dem Setup wäre ich mir nicht sicher, ob ich hier einen Short-Einstieg machen würde. Und wenn Sie sich einer Sache nicht sicher sind im Trading, dann würde ich davon die Finger lassen. Weil wir wollen ja natürlich nur sichere Sachen finden. Also das ist ja auch Sinn der Sache sozusagen. Auf dem ersten Blick muss ich sagen, finde ich hier jetzt kein Setup, was ich interessant finde. So. Ich handle diese SMA-Abpralle auch nicht so oft. Also ich bin da nicht so der Experte drin. Aber mal gucken, ob wir vielleicht was finden, was jetzt weit entfernt ist vom SMA. Hier haben wir zum Beispiel auch den Bitcoin, US-Dollar, Cryptocurrencies haben wir natürlich auch drin. Wir haben ja prinzipiell alle Assets drin, die Sie in dem FX-Flat-Terminal finden. Und das hier sieht natürlich schon viel interessanter aus. Also hier haben wir jetzt einen Kurs, der ist ziemlich weit vom SMA 200 entfernt. Und hier haben wir das Ding, wir haben hier einen dreifachen Boden. Also er testet hier den Widerstand dreimal. Man sieht aber auch, dass es hier quasi keine tieferen Hochs gibt. Also er hat hier quasi das Hoch nochmal, ist hier quasi nicht tiefer gegangen im Kurs. Und vom Tief her ist ja hier auch nicht tiefer gegangen. So. Wir sind jetzt hier in einem Szenario drin, wo man vielleicht auch einfach mal long gehen kann und als Stop-Loss, und das ist hier der große Vorteil, hat man hier nicht so viel Platz. Also man hat hier quasi nicht so viel zu verlieren, aber man hat hier relativ viel zu gewinnen, wenn man eben in Richtung des SMAs tradet. Jetzt könnte es auch sein, dass sich hier vielleicht einfach eine Range ausbildet und der Kurs auch gar nicht weiter nach oben gehen möchte. Dann hätten Sie auch den Vorteil, dass Sie einfach schon unten in der Range sind und vielleicht einfach oben. Also Sie hätten hier den ersten Anlaufpunkt, der wäre einfach hier oben. Und ja, das ist schon ein ordentlicher Kurs. Also das Gewinn-Verlust-Verhältnis, das wäre schon sehr groß. Und das ist ein Trade, den könnte man auf jeden Fall mitmachen. Der wäre natürlich längerfristig, weil das ja hier der Stundenchart ist. Aber das ist ein Trade, den kann man auf jeden Fall eingehen. So, dann schaue ich nochmal in die Fragen. Okay, die Frage vom Heiko, die habe ich hier nicht ganz verstanden. Info also immer dichter und weit entfernt, oder? Vielleicht kannst du die Frage nochmal ausführen und dann kann ich die nochmal besser beantworten. Genau, so, jetzt haben wir hier ein bisschen gescreent. Wir können gerne nachher auch noch nach ein paar weiteren Szenarien screenen. Ich würde aber gerne Ihnen die größte Neuerung vorstellen, die wir gerade so zu präsentieren haben. Gehen wir nochmal in die Folien hinein. Genau. Und da kommen wir zu den Forex-Screener-Signalen, das Feature, was sich gerade die meisten Trader gewünscht haben, die auch den Forex-Screener nutzen. Und das Feature, woran wir die letzten Wochen oder sogar Monate daran gearbeitet haben, würde ich ganz kurz mal was dazu erzählen. Es geht hier darum, Forex-Screener-Signale, Sie können quasi Ihre Setups, die Sie haben, also Ihre Filter, Ihre Kriterien, die können Sie an solchen Setups speichern. Und was jetzt dazu kommt, ist, Sie können diese Sachen abonnieren. Das heißt quasi, Sie können sich benachrichtigen lassen, sobald dieses Setup irgendwo am Markt eingetreten ist. Heißt quasi, wenn Sie jetzt, nehmen wir mal das Beispiel mit den Aktien-Gaps. So, Sie könnten jetzt da einstellen, Forex-Screener, zeigt mir mal alle Aktien an, die eine größere Gap gemacht haben, als 10%, was jetzt eine ziemlich große Gap ist.
Und wenn Sie jetzt so reinschauen, dann würden Sie wahrscheinlich nicht mal ein Ergebnis dazu finden, weil das eine Seltenheit ist. Es passiert nicht sehr oft, dass Sie eine 10-prozentige Gap haben. So. Jetzt können Sie aber dieses Setup anlegen und sagen, Sie wollen dazu Signale empfangen, Sie wollen benachrichtigt werden, wenn dieses Ereignis am Markt eintritt. Und dann erhalten Sie zur Echtzeit in dem Moment quasi eine E-Mail, eine Benachrichtigung. Und dann bekommen Sie eine E-Mail, Sie können reinschauen, sehen einen Chart und sehen halt, okay, da ist mein Setup jetzt aufgetreten oder eingetreten und das möchte ich gerne handeln. Und dann können Sie eben ja, in den MetaTrader hineingehen, sich den Chart öffnen und das Ganze dann eben handeln. So. Ich habe hier zum Beispiel ja, eine Beispiel-E-Mail mal eingefügt. Als Screenshot. Wir haben das Ganze natürlich intern jetzt über einen längeren Zeitraum schon getestet. Ich muss sagen, ja, da kommen auf jeden Fall mehr Signale, als man so denkt, weswegen man das Ganze gut einschränken sollte. Also als ich die Software entwickelt hatte, hatte ich am Anfang zum Testen so eingestellt, dass ich gerne benachrichtigt werden möchte, wenn der Kurs dicht an der Preismarke dran ist, um dann zum Beispiel den Widerstand zu handeln. So, und ja, über Nacht hatte ich dann irgendwie so 300 E-Mails, als ich aufgewacht bin. Das Ganze haben wir dann natürlich noch so angepasst, dass sie jetzt nicht zu viele E-Mails bekommen und dass wir, ja, wir haben noch Strategien entwickelt, wie sie quasi ihr Setup noch aussagekräftiger machen, also es mehr einschränken, sodass sie wirklich nur die wichtigen Signale bekommen. Und in dem Beispiel sieht man zum Beispiel auch, wir haben uns hier benachrichtigen lassen für ein Double Bottom H1 Setup und dementsprechend, das ist hier ein echtes Signal auf dem ja, Litecoin Euro. Das ist quasi auch eine Cryptocurrency. Und man sieht hier unten dann in den Charts, der auch mit der E-Mail kommt, man hat hier eben genau so eine W-Formation, so einen doppelten Boden ausgebildet. Wenn man sich jetzt den Chart so anguckt, auf einen Blick, dann sieht man eben Double Bottom plus, man hat hier auch eine Gap quasi, die noch nicht geschlossen wurde. Und das sind natürlich deutliche Anzeichen für einen Long Trade. Die Sie, ja, die Sie einfach so in Kürze erfassen können, wo Sie benachrichtigt werden und die Sie dann in kurzer Zeit einfach handeln können. Und das ist ein mega cooles Projekt. Das macht richtig Spaß, da einfach sich die Sachen anzugucken, über die man benachrichtigt wird. Und man muss einfach nicht mehr aktiv im Markt danach suchen. Also der Fullscreener hat es ja schon insofern vereinfacht, dass man nicht mehr 20 Charts parallel offen haben muss und die ganze Zeit beobachten muss. Der nächste Schritt war ja quasi, man gibt seine Kriterien rein und dann guckt man, was jetzt aktuell gerade der Markt hergibt, was zu den Kriterien passt. So, und jetzt haben wir quasi den nächsten Schritt erreicht mit der Software, dass man nicht mal mehr nachgucken muss, ob der Markt das und das gerade für einen hat, sondern man wird darüber informiert. Man wird einfach benachrichtigt, kann das Ganze dann handeln, wenn man es für gut empfindet. Und ja, darauf sind wir mega stolz. Das ist ein cooles Projekt. Und wir befinden uns damit gerade in der Testphase. Also das ganze Projekt ist seit Sonntag live. Natürlich aber, also es ist in der öffentlichen Testphase, wo aber noch nicht jeder Zugriff darauf hat, sondern wir wollen uns gerade ein bisschen Feedback dazu einholen. Das heißt, wir geben es Nutzern an die Hand, die das Ganze testen können. Und ich lade Sie auch herzlich dazu ein, dass Sie an der Testphase mit teilnehmen, um sich mal eben einen Einblick zu holen. Und Hintergrund ist einfach, dass wir Feedback von Ihnen bekommen. Also vielleicht kann es ja sein, dass irgendwo noch ein kleiner Fehler aufgetreten ist oder dass Sie noch gerne eine Einstellungsmöglichkeit dazu haben wollen würden oder dass Sie irgendwie noch einen guten Gedanken zu dem Projekt haben, bevor wir es dann endgültig für alle live schalten. Weil es schon ein ganz schöner ja, Software-Klopper ist, sage ich mal. Und die Testphase, die läuft eben so ab. Sie brauchen einen Forex-Screener-Account. Ich denke mal, die meisten auf dem Webinar haben ja auch einen Forex-Screener-Account. Falls nicht, können Sie auf unsere Webseite gehen. Dann bekommen Sie den Forex-Screener-Account kostenlos als aktiver FX-Flat-Kunde.
Falls Sie nicht bei FXPlatz traden, dann müssen Sie einen kleinen Monatsbeitrag dafür zahlen. Und wenn Sie den Forex-Dealer-Account haben, dann können Sie auch auf unsere Webseite gehen und buchen sich einfach einen Termin. Also im Menü, vielleicht zeige ich das auch mal kurz an der Stelle. Das nicht. So. Gehen wir hier ins Menü rein und haben jetzt den Punkt Signale in Klammern Testphase. Da haben Sie nochmal eine Übersichtsseite, finden weitere Informationen dazu, größtenteils alles, was ich gerade im Webinar auch schon dazu gesagt habe. Und dann können Sie klicken auf Jetzt teilnehmen und dann kommen Sie auf eine Seite, wo Sie Ihr Termin buchen können. Also einen Termin, dass wir ein kurzes Telefonat dazu führen, um eine kleine Einführung zu geben. Da kann ich einfach mal erläutern, wie das Ganze abläuft für Sie. Falls Sie Rückfragen haben, werde ich die dann natürlich beantworten. Und dann testen Sie das Ganze 1 bis 2 Wochen. Und danach ist eben wichtig, dass wir von Ihnen ein Feedback erhalten. Also wir werden Ihnen eine kleine Umfrage geben, wo Sie ein paar Fragen beantworten, was Sie gut finden, was Sie nicht so gut finden. Und dann können wir das Ganze eben noch ein bisschen optimieren. Oder im besten Fall natürlich sagen, Sie sind zufrieden, also live damit. Genau. So. Das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Vielleicht kann ich das Ganze auch mal kurz zeigen. Also es gibt eigentlich gar nicht so viel zu zeigen, weil, genau, wir haben jetzt hier die Filter-Setups. Und die Filter-Setups, die können Sie einfach anlegen, wenn Sie... Ja, wenn Sie sich hier Filter auswählen, können Sie zum Beispiel sagen, Forex Screener zeigt mir alles an, was ein Aufwärtstrend im Supertrend ist oder hat. Und dazu noch eine Power Candle, das ist jetzt nur mal ein Beispiel. Und dann speichern Sie das Ganze ab als mein neues Setup. So, dann ist das Setup hier unten angelegt. Und dann haben Sie eben diese Glocke daneben. Und wenn Sie auf die Glocke raufklicken, dann, ja, dann haben Sie quasi Ihr Filter-Setup abonniert und Sie werden dazu E-Mails erhalten, jedes Mal, wenn dieses Setup im Markt in irgendeinem Asset, beziehungsweise ja, in irgendeinem Asset eintritt. So, das Ganze lösche ich jetzt an der Stelle mal raus, weil das jetzt einfach ausgedacht war, das Setup. Genau. So viel dazu. Dann würde ich noch mal einen Blick in die Fragen werfen. Und falls Sie Fragen dazu haben oder allgemein zu Forex Screener, dann können Sie die gerne jetzt stellen. So, noch mal der Heiko. Ach so. Ja, jetzt habe ich die Frage verstanden. Also hier gibt es eine Frage zum SMA bzw. EMA. Die Frage ist quasi, hier haben wir eine Distanz zum SMA und können sagen, der Kurs soll sich sehr dicht befinden am SMA oder sehr weit entfernt sein. Jetzt gibt es aber auch einen Filter, der Distanz zum EMA-Filter. Und hier haben wir aber eine Prozentangabe, also wir haben jetzt ja, nicht nur diese beiden Optionen, dicht dran oder nicht dicht dran. So, das hat quasi so ein bisschen den Hintergrund, ja, dass wir die Sachen halt vereinfachen wollten für die Nutzer. Wir haben eben gesehen, es gibt hier eben sehr viele Optionen und davon werden so viele eigentlich gar nicht genutzt. Jetzt hatten wir damit angefangen, das Ganze schon mal zu optimieren. Und haben jetzt zumindest in dem SMA-Filter schon mal die ganzen Optionen, also die zwei hauptsächlichen Optionen einfach eingenommen und den Rest rausgehauen, einfach zur Übersicht. So, das haben wir bei dem EMA-Filter, haben wir das noch nicht gemacht, aber ich denke mal, das wird dazu noch kommen, weil im Endeffekt für den Benutzer ist es eigentlich egal, ob der Kurs an dem 10er EMA 0,1% oder 0,15% dran ist. Eigentlich will der Nutzer ja nur sagen, der Kurs ist entweder dicht dran oder der ist weit weg. So, das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte. Also es ist so eine Sache, die wir angefangen haben, aber noch nicht komplett umgesetzt haben. Aber noch zur weiteren Erklärung. Beim EMA-Distanzfilter, da haben Sie eben, ja, wenn Sie sagen, die Distanz zum EMA 10
soll kleiner sein als minus als 0,05%, dann heißt das quasi, der Kurs soll sehr dicht dran sein. Die Prozentzahl bezieht sich auf den aktuellen Kurswert. So, ne? Genau. Ich hoffe mal, dass das so einigermaßen verständlich erklärt war. Und gehe hier mal weiter in die Fragen. So, hier gibt es eine Frage, kostet das was? Ich denke mal, die Frage ist bezogen auf die Signale. Aktuell, wo wir uns in der Testphase befinden, werden die Signale nichts kosten. Die können Sie quasi umsonst testen. Allerdings werden wir dann später, also wenn das Projekt ja, etwas mehr ausgereifter ist oder optimiert wurde, dann wird es sicherlich auch ein bisschen was kosten. Hat einfach den Hintergrund, dass wir auch eine IT-Infrastruktur dafür errichten mussten. So diese ganzen Mail-Server, die wir haben, diese ganzen API-Server, die wir haben, und dann brauchen sie ja auch die Wartung. Also es kostet auch einfach zeitliche Ressourcen, finanzielle Ressourcen, und deswegen müssen wir dafür ein bisschen dafür was nehmen, aber es wird definitiv nicht teuer werden. Also wir haben jetzt auch noch keinen festen Preis, den wir ausgemacht haben, aber da müssen Sie keine Angst haben. Genau, der Heiko, dem habe ich seine Frage beantwortet. Super. So, dann habe ich hier gerade alle Fragen durch, und dann würde ich sagen, schauen wir doch mal eine Runde, ob wir irgendwie was im Markt finden, was man handeln kann. Wir können auch nochmal checken, ob wir, wie der Kurs sich hier entwickelt hat. Okay, das läuft gerade gar nicht so in die richtige Richtung. Aber bis jetzt sieht noch alles gut aus. Also ist kein Problem. Aktuell befindet sich der Kurs hier nämlich noch in dem Außenstab von der Kerze. Und der kann ruhig noch ein bisschen korrigieren. Also den Stop-Loss, den würde ich jetzt hier noch nicht nachziehen. Aber schauen wir mal, ob wir vielleicht noch irgendwie im Bereich Forex ja, was finden. Ich handle in letzter Zeit auch ziemlich gerne Pivotpunkte. Vielleicht können wir in dem Bereich mal was finden. Forex Pivotpunkte. Genau, da müssen wir noch einen Zeitintervall festlegen, weil sich ja quasi jedes Zeitintervall mehr oder weniger dicht an einem Pivotpunkt befindet. Und dann ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht einen Resistance-Punkt haben, der hier angelaufen wird. Also hier sieht man schon auf dem ersten Blick quasi, ne? Der Kurs, der befindet sich hier gerade an so einer Marke, also an so einem Widerstand. Und das könnte halt auch der Pivotpunkt sein. So. Und das sind genau die Widerstände, wenn sich der Kurs eben daran befindet. Ne? Stellen Sie sich vor, Sie screenen genau an dieser Stelle. Und das ist der Pivotpunkt und handeln eben den Abpraller. Dann können Sie eben solche, also im Best Buy natürlich, ne? Solche Distanzen mitnehmen. Und ja, aber schauen wir mal rein. Ich würde mir auch erstmal den britischen Pfund US-Dollar anschauen. So. Okay. Großwetterlage abchecken. Sieht auf jeden Fall, ja, das sieht so aus wie ein größerer Aufwärtstrend, der jetzt so das zweite Mal einen Punkt testet, wo er nicht weiterkommt, und der Punkt ist rein zufällig ja, der R3. Die Pivotpunkte, die basieren auch alle auf dem letzten Tag sozusagen, ne? Also die ganzen Linien, die jetzt eingezeichnet sind, die zieht der Forex-Screener sich automatisch aus den Daten, die an diesem Tag hier abgelaufen sind. So. Und ja, die Pivotpunkte werden eben so berechnet. Und das Witzige ist, dass man oftmals sieht, also es ist ja halt nur ein Tag, und dennoch haben die Ergebnisse bzw. die Linien einen sehr großen Einfluss oft, weil man sieht jetzt hier schon, der R1, der wird hier oft angelaufen. Also hier war eine Range, sogar eine SKS.
dann hat man eben den Pivotpunkt P, den ich eigentlich gar nicht so als Widerstand handle. Das wäre eigentlich immer so der Tagesdurchschnitt von High, Low und Close. Man sieht aber, dass er auch hier quasi den unteren Teil der Range gebildet hat. Ja. So. Und dann schauen wir mal vielleicht auch hier der R2, der eigentlich auf gestern, auf den gestrigen Tag, ja, eine Projektion irgendwo davon ist, ne? Den findet man hier wieder. Und das sind eben die Punkte, wo der Kurs dann oftmals öfter dran abprallt. Also dann sieht man hier, der Kurs rauscht hier durch, fällt runter und jetzt gibt es halt zwei Szenarien. Ne? Entweder der Kurs nimmt das Ganze als Widerstand und geht eben weiter Richtung Long, oder Szenario 2 ist, der Kurs prallt, oder nicht prallt, sondern läuft hier jetzt ein bisschen drunter und versucht vielleicht nochmal nach oben, korrigiert dann aber nach unten und dementsprechend wäre es dann ein Short. Solche Situationen würde ich davon abhängig machen, wie es dann auf dem kleineren Zeitintervall aussieht. Also wenn wir eben eine volatilere Situation haben oder einen Candle-Pattern haben, dann kann man eben sagen, okay, meine Vermutung wird damit nochmal bestätigt, dass man damit reingehen kann. Was wir jetzt hier haben, ist aber auch mehr wie so eine kleinere Range, sag ich mal. Ne? Wir haben hier kein höheres Hoch, wir haben hier aber auch kein tieferes Tief. Von daher, in solchen Situationen würde ich dann doch ja abwarten und mal gucken, was sich dann halt zeigt. Im größeren Bild würde ich sagen, läuft der Kurs aber definitiv nochmal hier hin zum R1, einfach um diese Hochs hier nochmal irgendwie zu bestätigen. Von daher würde ich denken, ja, würde schon Sinn machen. Also man könnte hier schon Short gehen und vielleicht, wenn man wenig Punkte mitnehmen will, ne, dann geht man hier wieder raus und an der Stelle, wenn es sich abzeichnet, dann in die Long-Richtung. Aber wie gesagt, abwarten, bis auf kleinerem Zeitintervall sich vielleicht ein Candle-Pattern ausbildet. Es gibt ja auch das bearische oder bullische Engulfing, wo eine ganze Kerze einfach geschluckt wird oder es bildet sich ein neuer Außenstab ab und dann weiß man eben schon, in welche Richtung der ganze Spaß dann halt gehen soll. So, dann gucken wir uns nochmal das zweite Ergebnis an, was wir gefunden haben, was ich nochmal interessanter fand im groben Screening. Mal schauen, ob uns das noch eine bessere Information gibt. Ja, das sieht schon verlockend aus. Also, okay. Im Tagesintervall sieht es halt so aus, beziehungsweise auf dem H4 sieht es dann halt so aus, wie wir befinden uns jetzt hier in einem übergeordneten Short-Trend. Ja? Und der Short-Trend, der wird jetzt gerade doch mal korrigiert nach oben. Und jetzt ist die Frage, wenn er den Short-Trend weiterführen möchte, dann muss er ja halt irgendwo abprallen. So, ne? Und hier sehe ich zum Beispiel als Abprallpotenzial, sehe ich dann eher diese R3-Linie, die ja auch nicht weit entfernt ist. Und man könnte jetzt an dieses Setup so herangehen, dass man kommt ja auch oft mal in die Situation, wo man den Trade halt nicht verpassen will. Ne? Das kennen Sie wahrscheinlich auch. Und es sieht hier schon so ein bisschen nach Short aus. Wir haben jetzt hier auch diesen Dot. Ich würde mal davon ausgehen, dass man noch bis oben hinläuft und der Kurs dann eben einen Abfall macht, sodass ich mit einer Short-Limit-Order quasi hier oben in dem Bereich erwarten würde und jetzt noch nicht direkt Market Short eingehe, weil dann verschenken Sie einfach ein paar Punkte. Also vielleicht nehmen Sie das einfach mal mit, packen das Asset auf Ihre Watchlist und dann schauen Sie mal, ob Sie an dem Widerstand R3, der ja des Öfteren hier schon berührt wurde, ob Sie hier einen guten Short-Einstieg finden können. Genau. So.
Dann würde ich noch mal in die Fragen schauen. Und hier gab es noch mal die Frage, können Sie noch mal das Setup zeigen? Welches Setup ist hier gemeint? Ich kann noch mal kurz reinschreiben, dann weiß ich Bescheid. So, dann gibt es hier noch eine Frage, sind Push-Benachrichtigungen in Zukunft möglich? Wahrscheinlich halt bezogen auf die Forex-Spinner-Signale. Aktuell ist es noch nicht geplant. Es wird aber bestimmt in Zukunft, wird es sie bestimmt noch geben, weil es macht halt einfach Sinn. Also ich muss sagen, ich persönlich, also ich habe mich einfach an mir auch viel orientiert, wie ich gerne die Signale haben würde. Und es hat für viele andere dann auch Sinn gemacht. Leute, die sowieso oft am PC halt sitzen, am Rechner sitzen, aber jetzt nicht den Chart offen haben, sondern vielleicht einfach nebenher arbeiten. Und dann haben sie ihr E-Mail-System offen und dann bekommen sie einfach eine E-Mail reingedrückt und sehen ja direkt, okay, jetzt habe ich hier ein Setup, was gefunden wurde und kann das Ganze dann einfach mit einem Mausklick in den Chart reingehen und verifizieren und traden. So. Jetzt gibt es aber wahrscheinlich auch viele Leute, die haben nicht mal E-Mail-Benachrichtigungen auf ihr Smartphone eingerichtet. Das gibt es auf jeden Fall auch. Und gerade für die Leute wollen wir es ja dann auch noch möglich machen, dass sie aber auch push-benachrichtigt werden mit der MetaTrader-App. Und dafür werden wir auch noch im zweiten Schritt eine Implementierung finden, auf jeden Fall. Also das ist ein Wunschfeature. Das gibt es jetzt gerade noch nicht, aber da werden wir doch hinkommen. Das macht auf jeden Fall nur Sinn. Müssen wir mal schauen, das ist in der Umsetzung ein bisschen schwieriger, weil Sie ja quasi einen MetaTrader brauchen, der die ganze Zeit läuft, damit Sie dann von dem MetaTrader aus push benachrichtigt werden. Und wie das Ganze technisch konzeptionell umgesetzt wird, da braucht man erstmal ein bisschen Bedenkzeit. So, dann gibt es hier eine Frage, gibt es SKS-Formationen? Gibt es leider auch noch nicht. Wie gesagt, auf der Agenda stehen jetzt mit hoher Priorität Formation bzw. Pattern. Wir haben hier schon eine kleine Pattern-Section. Da gibt es einmal das Bearish Bullish Engulfing Pattern, dann gibt es das Double Top und Bottom Pattern. Und wir haben ja eigentlich auch noch, die sind bei den Events, bei den Event-Filtern zu finden, haben wir halt auch noch Hammer-Patterns und Doji-Patterns. Das ist gerade alles, was wir als Pattern im Angebot haben, aber die werden jetzt auch noch ausgebaut. Also ich glaube, als nächstes Pattern auf der Liste steht erstmal das Rectangle-Pattern. Das kommt hoffentlich zum Ende Mai. Wurde auch schon darüber nachgedacht, wie das umgesetzt wird. Und dann werden natürlich auch noch diese ganzen Klassiker kommen. Also SKS-Pattern, definitiv, da müssen Sie nicht mehr lange drauf warten. Hier wurde nochmal gefragt, können Sie nochmal das Setup zeigen, wo ich alles speichere? Es ist hier oben, dieses Filter-Setups. Das ist quasi wie so ein Button, da können Sie draufklicken und hier einfach einen Namen eingeben. Und dann auf Setup speichern klicken. Sie müssen davor natürlich im Vorab die Filter auswählen, was Sie dann speichern wollen als Setup. Also wenn Sie hier was abspeichern, dann macht er quasi wie so eine Art Snapshot von dem, was gerade alles aktiv ist, von dem, was Sie hier ausgewählt haben in der Filter-Section. Kannst du noch mal zeigen, wie man sich dafür anmeldet? Kein Problem. Also, der erste Schritt ist, Sie gehen auf unsere Webseite forex-screener.de. Sie müssen sich erstmal einen Zugang erstellen, falls Sie noch keinen Forex-Screener-Account haben. Sie klicken hier auf den Button Zugang erstellen und dann werden Sie einfach gefragt, ob Sie wo Sie handeln, wenn Sie bei FX Flat oder bei CapTrader sind, dann wählen Sie das aus und das bedeutet für Sie, dass Sie den Forex Screener Account komplett kostenlos bekommen werden.
Sie müssen dafür nicht zahlen. Sie müssen einfach Kunde bei FX Flat sein. Das ist ja auch umsonst. Und FX Flat zahlt Ihren Account für Sie sozusagen. Dann tragen Sie Ihre Daten hier einfach ein. Das müssen Sie machen, damit FX Flat verifizieren kann. Ja, die sind wirklich Händler bei uns und können dann Ihren Account, den Forex Screener, entsprechend freischalten. Bekommen Sie eine E-Mail zugeschickt mit Ihren Login-Daten. Und im zweiten Schritt können Sie auf die Signalseite gehen. Dann sagen Sie, Sie wollen teilnehmen an der Testphase. Dann klicken Sie auf jetzt teilnehmen und dann wird hier Ihnen so ein Kalender angezeigt. Da können Sie sich dann einfach für einen Tag und eine Uhrzeit aussuchen, wo Sie gerne das kurze Telefonat mit uns durchführen wollen für die Einführung. Und dann werde ich Ihnen halt zeigen, wie das Ganze halt läuft, worauf Sie achten müssen. Wir können zusammen eben nochmal ein Filter-Setup umsetzen, falls Sie was im Kopf haben, aber nicht ganz wissen, wie Sie das Ganze umsetzen können mit dem Forex-Screener. Und dann machen wir das alles zusammen. Und dann geht die Testphase für Sie auch schon los. Also alles relativ unkompliziert. Genau. So, dann schauen wir mal. Zeigen Sie nochmal die Screener-Plattform. Ist hier als Frage drin. Ja, wenn es hier noch was Genaueres gibt zur Screener-Plattform, dann gerne jetzt noch in die Frage-Section posten. Ansonsten bin ich mit meinen Infos, die ich heute für Sie hatte, am Ende. Ich hoffe, dass Sie Spaß daran hatten. Ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen weiterhelfen konnte, dass ich Sie inspirieren konnte, dass Sie ein bisschen was mitgenommen haben an Wissen und hoffe natürlich, dass ich Sie alle wiedersehe im Forex-Screener und dass Sie alle Ihren Termin buchen für die Forex-Screener-Signale. Das ist nämlich ein richtig cooles Projekt. Und ja, dann freue ich mich natürlich schon auf die weitere Entwicklung mit dem Forex-Screener. Wie gesagt, wir machen die Testphase aktuell. Parallel sind wir schon daran, die nächsten Filter zu implementieren. Ganz oben auf der Liste stehen Patterns, SKS-Pattern. Vielleicht nehmen wir auch sowas wie V-Formation, Rectangle-Patterns. Mal schauen, wo die Nachfrage eben am höchsten ist. Und dann haben Sie nämlich auch noch nicht nur die coolen Pattern im Screener, sondern Sie können sich ja dafür dann auch benachrichtigen lassen. Also wenn irgendwo ein SKS-Pattern eintritt im Markt, dann sind Sie quasi die Ersten, die das erfahren und können das Ganze dann auch entsprechend handeln. Das ist eine coole Sache. Ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Jetzt sind noch ein paar Fragen aufgetaucht. Genau, wie lange soll die Testphase dauern? Ja, wir haben jetzt angesetzt 1 bis 2 Wochen für jeden Benutzer, der sich quasi dafür angemeldet hat. Ansonsten, wenn Sie da jetzt nochmal eine Woche länger brauchen, dann wird es auch kein Problem sein, aber so in dem Dreh halt 1 bis 2 Wochen sind angesetzt. Genau. Ja, dann nochmal herzlichen Dank, dass Sie alle so zahlreich erschienen sind und auch bis zum Schluss geblieben sind. Und ja, dann würde ich die letzten Worte an den Nelson geben. Ja, super. Also ich habe auf jeden Fall die Ehre, mich zu bedanken, weil das war wieder sehr informativ und mir gefällt es sehr, in welche Richtung das ganze Projekt hingeht. Und wirklich sehr, sehr schön. Und das sehe ich auch hier an den Feedbacks, kommt sehr, sehr gut an. Und ich bin gespannt, was du uns dann nächstes Mal zeigst. Bis dahin wünsche ich natürlich allen ja, viel Erfolg. Vielen Dank, dass Sie heute live dabei waren. Natürlich, hier wird noch gefragt. Ja, es gibt eine Aufzeichnung, die hat bis jetzt funktioniert und kommt dann entsprechend so schnell wie möglich online. Und ich wünsche noch eine erfolgreiche Woche. Vielen Dank, Manuel. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Also, bis dann. Tschüss.